Hallo, herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem neuen YouTube-Kanal. Ich bin euch ein Video schuldig und zwar habe ich auf Instagram ein Bild hochgeladen und gesagt, wenn sich mehr als 10 Leute melden, die Interesse haben zu sehen, wie das Bild vorher war, dann zeige ich euch den Vorher-Nachher-Vergleich und wie ich das Bild entwickelt habe, ganz im Groben, damit ihr seht, wie ich mit sowas umgehe. Ja, dann wechseln wir mal. Es geht übrigens um dieses Bild. Und wir wechseln jetzt mal zu Lightroom. Denn ich verwende Lightroom zum Entwickeln der Fotos. Ich fotografiere grundsätzlich im RAW-Format, so dass ich danach das Bild gut entwickeln kann. So kommt das Bild aus der Kamera. Man sieht, dass es ziemlich dunkel ist, weil ich eigentlich hauptsächlich auf den Himmel belichtet habe, weil die Wolkenkonstellation und das Gegenlicht mich hier eigentlich fasziniert hat. Und ich habe das Bild so im Vorbeigehen geschossen, um zu schauen, ob ich nachher das später entsprechend bearbeiten kann. Hatte aber nicht so viel Hoffnung und war eigentlich sehr erstaunt, was man aus dem Bild noch rausholen kann. So, das ist der Vorher-Modus. Und mit Shift-V gelangt man zu dem normalen Modus. Also man kann immer switchen zwischen Vorschau und zwischen Originaldaten und so wie es vorher war. Genau. Und man sieht ja hier, ich habe einiges an Tiefen rausgeholt. Sogar die Struktur hier in den Schatten. Und ich habe ein bisschen mit deutschen Birnen gearbeitet. Ich habe hier die hellen Stellen an dem Baum nochmal betont mit dem Pinsel. Mal kurz einblenden. Genau, hier ist der Ankerpunkt und mit der Taste O kann man sich die Überlagerung, also da die Stellen, die man angemalt hat, anzeigen lassen. Genau, und das ist halt rot markiert. Man sieht, ich habe die Stellen einfach mit dem Pinsel, wo ich mehr Belichtung reingenommen, ein bisschen Lichter rausgenommen, aber die Tiefen dafür und weiß hochgezogen habe und ein bisschen wärmer gegangen bin, so dass es etwas mehr nach warmem, sonnigen Tag aussieht. Genau. Also, ich drücke nochmal die Taste O und dann sollten die Überlagerungen verschwinden, genau. Und generell zum Bild habe ich die Tiefen ganz stark nach oben, nach rechts verschoben, also fast Maximalausschlag. Und die Weiß wird auch hochgezogen, dafür aber die Lichter rausgenommen. So, dass es dann aussieht. Und die Sonne wollte ich etwas mehr betonen. Und das habe ich mit dem Radialfilter gemacht, mit dem ich etwas ins Wärmere gegangen bin. Genau. Und den Kontrast rausgenommen habe, sodass es so ein bisschen milchiger aussieht. So, und ganz in der Mitte habe ich dann die Lichter rausgenommen, damit es nicht ganz ausbrennt. Und natürlich noch deutlich mehr ins Wärmere gegangen. So, und letztendlich kommt dann so ein Bild, was schon eigentlich ziemlich gut den warmen, sonnigen Tag im Sommer wiedergibt. Ich wollte aber noch ein bisschen mehr das Bild aufpeppen und das mache ich in der Regel mit der Software NIC Software, also ColorFX Pro. Das heißt, ich bin jetzt auf Bearbeiten gegangen und dann habe ColorFX Pro 4 aufgerufen. Das ist ein kostenloses Plugin, das kann man halt runterladen. Einfach im Internet nach NIC Software googeln. Das kann man dann für Photoshop und für Lightroom installieren. So, und wenn man das... So, machen wir das mal. Ich kann es nochmal aufrufen. Da fragt er mich, was ich übertragen möchte, ob ich Originalbild oder halt die angepasste Version. Natürlich will ich genau das auswählen. Ich habe mich entschieden für ein TIFF-Format und 16-Bit mit 240 Auflösung, so dass die Qualität des Bildes nicht darunter leidet. Werden die Bilddaten geladen.
Nun ist das Bild geladen und Color Effects Pro wendet den zuletzt verwendeten Filter automatisch an. Das schalten wir ganz schnell mal aus. So. Und wie gehe ich da grundsätzlich vor? Ich habe hier einige Presets zusammengestellt und wie man sieht, gibt es hier ein Preset Architektur Orange Sky. Das führt dazu, dass das Bild genauso aussieht, wie man es auf meinem Instagram-Account vorfindet. So, und wenn man jetzt einfach mal schnell durch die Einstellungen durchgehen, kann ich mal die Filter ausschalten. Und wir fangen mit Skylight-Filter an. Das betont nochmal so einen warmen, sonnigen Look im Bild. Also man sieht, wenn man es ausschaltet, ist das Bild so, wie es in Lightroom rauskommt. Und so ist es nochmal deutlich wärmer. Ohne, dass die blauen Töne drunter leiden, weil er wirklich nur die Töne hervorhebt, die ja bereits schon so einen geblichen Look haben. So, und der Zaubertrick, der wirklich ausschlaggebend für dieses Bild, beziehungsweise für den Bildlook in diesem Bild verantwortlich ist, ist halt Indian Summer. Das konvertiert alle gelbliche und orangene Töne in rötliche Töne. Das kann man noch fein einstellen, also in welche Richtung man geht. Man geht, ob man jetzt mehr zu gelblichen, orangen, hellorangen Tönen geht oder zum rötlichen. Ich fand das mit Rot an der Stelle ganz gut. Das Bild kann definitiv noch ein bisschen Kontrast vertragen, da, besonders hier. An dieser Stelle sieht man das ganz gut, wenn man das ausschaltet, wieder anschaltet. Ja, ich denke, man kann es ganz gut sehen. Und der Detail Extractor zaubert uns richtig viele Details raus. Dafür wird aber das Rauschen sehr erhöht. Da muss man immer im Einzelfall abwägen, was man haben möchte. Ich habe mir gedacht, dass dieses Rauschen auf den neutralen Flächen kann ich ziemlich leicht im Lightroom nachhinein wieder rausfiltern. Also habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann noch mehr Details lieber dafür verwende. Beim B-Color-Filter habe ich mich für den zweiten aus rosa Gruppe entschieden. Genau. Und beim Cross-Processing gibt es dann den B10 dazu. Das kann man immer je nach Bild und Look immer individuell einstellen. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen für jedes Bild, sondern muss man halt pro Bild ausprobieren. Und zuletzt nochmal den Kontrast nachgezogen, so dass das Bild insgesamt dann so wirkt. Genau. Und wenn man das jetzt abspeichert, habe ich ja schon, deswegen mache ich das jetzt nicht, sondern ich wechsle nochmal zu Lightroom, zu dem Bild, was ich dann importiert habe. So, und das ist dann das geworden. Was habe ich hier noch gemacht? Ich habe hier das Rauschen, wie gesagt, reduziert, so dass man jetzt damit ganz gut leben kann, denke ich mal. Besonders für Instagram und Facebook sollte das sehr gut ausreichen. Dann habe ich nochmal die Transformation angewandt, beziehungsweise die Vertikale etwas korrigiert, sodass dieser Schornstein hier parallel zum Rand verläuft und dieses Fenster auch parallel zum Rand abschließt. Ja, so viel zum Thema Bearbeiten mit Lightroom und NIC Software Color Effects Pro. Das ist die Art des Workflows, was ich sehr, sehr häufig an meinen Bildern durchführe. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch und schreibt das bitte in den Kommentaren, ob ihr mehr von solchen Videos haben wollt. Und zum Schluss kommt noch der Vorher-Nachher-Vergleich. So ist das Bild vorher. Mit Lightroom bearbeitet. Und die finale Version mit Color Effects Pro 4.